Heute Morgen haben wir eine echte Legende hier bei uns im MoMA zu Gast. Ein Mann, eine Band, Fischer Z, die machen Musik länger, als es diese Sendung, das MoMA, gibt. Nämlich seit über 40 Jahren sind sie schon dabei. New Wave Musik aus England. Da sehen wir John Watts, Mastermind, Sänger, Gitarrist. Hat eine spannende Gitarre dabei, muss ich sagen, relativ flach. Akustikversion, müssen wir gleich mal in Ruhe anschauen. Der singt heute zweimal live bei uns sogar. Ja. Und gleich in wenigen Augenblicken hier live bei uns auf dem Sofa. Pionier des Post-Punk und Mitbegründer des New Wave wird der Engländer John Watts, seit dem Hit The Worker genannt. Mit den ersten drei Alben hat Fischer Z noch als Quartett Erfolg. Doch bereits 1982 löst sich die Band auf. John Watts macht seitdem als Solokünstler und mit Gastmusikern Musik. Auf dem neuen Album Swimming in Thunderstorms macht er auch vor sperrigen Themen wie Flucht und Krieg nicht Halt. Gerade ist er auf großer Deutschland-Tour und heute bei uns im MoMA. Und jetzt ist er bei uns. Schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass er da ist. Und ich glaube, er versteht alles, was ich auf Deutsch sage. Er hat zwar einen Dolmetscher im Ohr mit Frank Deha, aber er ist oft in Berlin gewesen und Sie verstehen mich eigentlich, ne? Ja. Yeah. Okay. Sie waren gestern Abend noch auf der Bühne und heute Morgen schon wieder hier bei uns im MoMA. Wie machen Sie das mit dem Schlafen? Ist das überbewertet? Nein. Look at the state of me. Also schaut mal, wie ich aussehe. Sieht gut aus. Ja. Aber haben Sie überhaupt geschlafen oder sind Sie durchgefahren und jetzt durchgemacht? Yeah, a couple of hours in between. Ja, ein paar Stunden habe ich geschlafen, während ich mit der Beleuchtung gekämpft habe. Wie ist das jetzt, mit der neuen Platte unterwegs zu sein? Und wenn die Kritiker sagen, es klingt so ein bisschen wieder New Wave-ig, wie am Anfang der Karriere? Ich glaube, das ist ein Album, das zeigt, wie ein Fischer Z-Album sich im 21. Jahrhundert anhören soll. Die Produktion ist anders, aber die anderen Elemente sind gleich. In den Texten geht es auch sehr viel um politische Dinge, um Politik. Sie sind ein politischer Mensch. Wie nehmen Sie diese Zeit jetzt rund um Brexit wahr? Chaostage in London? Das politische System ist in den letzten Jahren sehr vom Internet beeinflusst worden. Wir haben das Ende des Nachkriegs-Neoliberalismus erlebt. Fakten und Wahrheit sind weg. Und davon ist viel auch in Ihr Album geflossen jetzt an Interpretationen. Ja, ich habe immer politische Themen sehr persönlich genommen. Ich habe gesagt, Sie haben eine besondere Beziehung zu Berlin. Sie haben diesen berühmten Song Berlin, Berlin. Aber die Frage ist, wie war das damals? Ich meine, das hat so ein bisschen was, das kann man sich heutzutage 30 Jahre in den Mauerfall gar nicht mehr vorstellen. Können Sie mal eine besondere Situation von der Anreise nach Berlin erzählen? Sie sind, glaube ich, sogar mal festgehalten worden. Nein, meine Crew ist verhaftet worden. 79 nach Berlin zu fahren, war wirklich eine Expedition. Die Pässe wurden lange kontrolliert und meine Team, die hatten so Bandanas, die sahen aus wie Terroristen. Einer wurde dann vor einem Grenzpolizisten erstmal festgehalten. Und stimmt das, dass Sie in Berlin diesen Song Berlin geschrieben haben an der Hotelbar? Ich habe mich umgeschaut. Ich war so in dem Zustand wie heute Morgen, nach zwei Stunden Schlaf. Und da haben Sie Ihre kreative Stunde. Ja, manchmal. Da könnte heute ja Cologne entstehen. Weiß man auch nicht so genau. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Köln, mein Lichtsystem, super. Nicht schlecht. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und freuen uns jetzt auch auf den Sport mit Ocker. Danke, thank you. Ja, nix ist mit YMCA. John Watts ist da, Fischer Z und die haben eine neue Platte. So sieht sie aus. Auf der Bassdrum kann man die Figuren erkennen. Guck mal, Verena. Auf der Bassdrum erkennen Sie die Figuren im Hintergrund wieder und in wenigen Augenblicken bei uns live hier auf der kleinsten Fernsehbühne der Welt. In über 40 Jahren hat John Watts als Fischer Z rund 3000 Konzerte gespielt.
Mit den ersten drei Alben hat Fischer Sett noch als Quartett Erfolg. Doch bereits 1982 löst sich die Band auf. John Watts macht seitdem als Solokünstler und mit Gastmusikern als Fischer Sett Musik. Auf dem neuen Album Swimming in Thunderstorms bezieht John Watts politisch Stellung und macht auch vor sperrigen Themen wie Flucht und Krieg nicht halt. Gerade ist er auf großer Deutschland-Tour und heute bei uns im MoMA. In der Nähe von Darmstadt, heute schon in MoMA. Schönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass er mit Band hier ist. Warum ist es Ihnen wichtig, auch ja, sehr schwere politische Themen wie Migration, wie Flucht zum Beispiel, auf einer Platte künstlerisch zu verarbeiten? Ich glaube, die Idee von Kunst ist es doch, Menschen zum Denken zu bringen. Man soll ihnen nicht sagen, was sie denken sollen, aber man soll sie zum Nachdenken bringen. Besonders für junge Leute ist das wichtig. Mhm. Und was wollen Sie uns mit den schwimmenden Nackten hier auf dem Cover sagen? Oh yeah, well, these people could be swimming. Die könnten schwimmen oder schweben. Das ist eine Metapher für unsere Zeiten. Alles. Die Leute werden einfach so durcheinander gewirbelt. Aber sie wissen nicht wohin, weder politisch noch emotional. Und wenn wir jetzt mal auf die Musik gucken, Sie haben eine ganz besondere Gitarre dabei. Das ist so eine Mischung wie so eine Art Zwitter aus Akustik und Elektrikgitarre. Was ist das hier? It's an Acousticaster. It's all mixed together, so you can Acousticaster. Man kann beides tun. Und dann, es hört sich an wie so eine akustische, wenn man will, aber man kann auch anders. Ganz toller Sound. Und was hören wir jetzt genau für einen Song? Wir fangen an mit The Heaven Injection. Da geht es um Liebe. Die ultimative Liebe. Von der neuen Platte, wir freuen uns sehr. Fischer Sett. Okay. Special. And pull the rug from under me. You left this heart an empty vessel and sailed my boat right out to sea. So
Fischer seid live hier im ARD Morgenmagazin. Vielen, vielen Dank dafür. Das war von der neuen Platte. Und in einer Stunde schwelgen wir in Erinnerungen. Dann gibt es nämlich aus dem Jahr 81, glaube ich, Berlin hier live aufgeführt im MoMA. Yes, jetzt der right. Sport mit Ocker. Den Sport. Wie oft hat Anja Brücker wohl auf 80er-Jahre-Partys zur Musik von dieser Band getanzt? Fischer Set sind da, sie haben eben Musik zur und von der neuen Platte gespielt, aber jetzt gibt's einen Klassiker. Habe ich bei der Probe eben gesehen, da ging's mit Anja richtig durch. In über 40 Jahren hat John Watts als Fischer Set rund 3000 Konzerte gespielt. Mit den ersten drei Alben hat Fischer Set noch als Quartett Erfolg. Doch bereits 1982 löst sich die Band auf. John Watts macht seitdem als Solokünstler und mit Gastmusikern als Fischer Set Musik. Auf dem neuen Album Swimming in Thunderstorms bezieht John Watts politisch Stellung und macht auch vor sperrigen Themen wie Flucht und Krieg nicht Halt. Gerade ist er auf großer Deutschland-Tour und heute bei uns im MoMA. Und wenn Sie schon mal da sind, schönen guten Morgen, dann wollen wir natürlich auch Berlin hören. 81 geschrieben, zu einer auch sehr politischen Zeit. Berlin war noch geteilt. Sind Sie eigentlich jemals im Osten musikalisch aufgetreten? Yes. Ja. Performed in East Berlin before the war came down. Bevor dem Fall der Mauer in Ostberlin gespielt, mit James Brown. Mit James Brown? Yeah. Yeah, we were the English band. James ja, wir waren die englische Americans. Band, James Brown band. Waren die Amerikaner, yeah. Wir waren noch eine russische Band dabei. Und da gab es Soldaten rund um das Festivalgelände. Sehr interessante Erfahrung. Und das war ein Open-Air-Festival. Wie viele yeah. Menschen yeah. durften da rein, durften yeah. sich dann die Musik aus dem Westen anhören? Wissen Sie das noch ungefähr, wie viele Leute da waren? Yeah, about 160, 170.000. Oh, Wahnsinn. Das war großartig. So viele Menschen kann ich hier nicht drin bieten, aber es gibt ganz viele, die am Fernseher jetzt zuschauen und Berlin genießen. Dankeschön dafür. Thank you very much. Thank you. Like tropical birds in a cage. Out
essence of Berlin is still there. And the essence of Europe is still in Britain. Fischer-Set, vielen, vielen Dank. Thank you very much. Thank you. Und jetzt kommt der Sport mit Ocker. Würde ich sagen, dann wäre es ein Versprecher. Und genau sowas, solche Versprecher. Übrigens, viel Spaß auf der Tour. Morgen Bremen, dann Köln, Bochum, Aschaffenburg. That's right. Yeah, die nächsten 4 Tage sind noch Deutschland-Tour. Wenn ich so einen Versprecher bieten würde, dann käme der jetzt in Abrechner. Winfried Hammelmann mit den schönsten Versprechern der letzten 4 Wochen.